So, wir sind hier in Stuttgart in der Beethoven-Halle. Wieder. Beethoven-Saal. Hier hat Beethoven gespielt. Hier hat King Crimson gespielt. King Crimson, ja. Ja, und das war Wahnsinn, oder? Ja. Das war zweite Hälfte, ich bin geflippt. Voll geflippt. Das war Wahnsinn. Mhm. Drei Drummer? Ja. Muss es drei Drummer sein? Ja, muss, oder? Es gab Kritik in den USA, dass es hieß, ja, zwei hätten gereicht, aber drei sind... Mir hätte eigentlich einer gereicht, der Rechte. Der Rechte, ich finde den Linken am besten. Ach nee. Doch, der hat so richtig Stauch. Der war faul. Nee, der war gut. Der war faul. Nein, ist wurscht. Also jetzt, drei Drummer waren es und sie haben richtig die Sau rausgelassen. Mhm. Robert Fripp, Bühnenshow, war phänomenal. Wie immer. Ja. Ich glaube, er hat das meisten Stress gehabt, weil er dauernd seine Instrumente gewechselt hat. Der Fripp? Ja. Boah, der hatte nicht wirklich Stress. Nee. Aber er hat dauernd Taschentuch rausgeholt und Nase geputzt. Echt? Ja. Ich hab nicht gesehen. Das sind die wesentlichen Sachen. Der Star für mich war der Mel Collins. Ja. Hammer. Ja. Wie der ist gefühlte 50 Jahre beim Harald Schmidt ausgehalten hat, in der Studioband. Ich habe das Gefühl, dass er da in diesen Zeiten da alles zurückgehalten hat, was er heute rausgelassen hat. Also so einen Saxophonist habe ich auch selten gesehen. Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Der klasse, ne? Ja. Und wie gesagt, welche Dekaden? Sie haben alle Dekaden gespielt. Die erste Dekade, da kam natürlich hier, in The Court of Kings to Turn, kam man hier am besten. Aber Star war... War die zweite Dekade, 74. Ja, war Starback. Starless. Ja, genau. Das Stück, das war habe ich dann... Ich fand Confusion und natürlich hier... Starless und Bibleback habe ich die Augen zugemacht. Da war ich wieder beim Schwiebert im Wuppertal. Die aus Wuppertal kommen, kennen den noch. Mhm. Da sind wir nämlich immer hin nach der Schule und haben Platten angehört. Dahinter war ein unheimlich schönes blondes Mädel. Das sehe ich noch heute vor mir. Udo Lindenberg würde einen Song draus machen. Okay. Und da habe ich nämlich als ersten King Crimson Song Starless und Bibleback gehört. Und heute hat es mich irgendwie erinnert, woran mich das später erinnert hat. Herr der Ringe. Oh, okay. Die Melodieführung, die Gitarrenmelodieführung hat mich total an Herr der Ringe, das ganze Feeling da drin. Mhm. Und dann, wie sie es dann interpretiert haben, das war... War es eigentlich dein erstes King Crimson Konzert? Ja. Also für mich auch. Die kamen ja so selten nach Deutschland. Ja, und ich habe auch wirklich, wie gesagt, ich habe mir jetzt einige Surround... Dinger und Steven Wilson geholt. Die liegen wie Blei da, weil sie sind schwierig. Ja. Und das Konzert heute fand ich zugänglicher. Am Anfang habe ich mich sehr schwer getan. Ja. Ich muss mich reinhören, weil sie schon sehr, sehr schräg angefangen haben. Und am Ende war es. Aber du hast ja die Toronto hier, die da, die blaue? Blaue, ja. Ja, genau. Ist ja hier, fängt ja genauso schräg an. Ist ja genau das. Oh. Ja? Ja, genau. Das ist ja genau richtig für mich. Genau, passt. Ich habe die Red ja noch gar nicht durch zu Hause. Oh Gott. Ja, und die sieht auch gut aus. Die sieht gut aus. Da habe ich hier auch die Cover, die Platte dazu. Wir haben ja schwer zugelangt. Sieht hier ein bisschen aus. Ist auch hier besser. Geschenkt, geschenkt. Ist moderne. Hängst du hier noch? Du hängst hier nur auf. Ich hänge sie nur auf. Ja, ja, ich höre sie. Ich habe sie am Ohr. Ja, und ich kann sie mitsingen. Ja. Okay, also es war ein phänomenales Erlebnis. Übrigens, der Drummer rechts war ja der Drummer vom Porcupine Tree, von Steven Wilson, das weißt du. Nein, habe ich nicht gewusst. Ja. Aber naja, jetzt, gut. Jetzt wissen wir auch, wo Steven Wilson sein Zeug her hat. Nein, ich weiß aber auch, wo der den Mittelteil von Stardust und Bibleback her hat. Das kann ich nach Steven Wilson. Okay, alles klar. Also, es war ein Erlebnis und wir sind nächstes Jahr. Morgen spielen sie nochmal. Ja, aber ich habe keine Karten. Nee, nochmal nicht. Nicht nochmal. Ich gehe ja am Montag mit René Asch. Hallo René. Zu den Who. Verabschiede ich mich von who are you? Nein, da verabschiede ich mich von Pete. Okay, und Roger. No, Roger. Roger von uns. Ja, und Pete. Okay, also, dann war's das und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.